Kapitel 11. Wort gegen Wort. Die Sonne ging unter. Selbst durch die Wipfel der Bäume sah Flamme dies. Sie waren bereits wieder im Dorf angekommen, ihren Teil des Deals einhaltend. So wie nun einmal ausgemacht, zum wiederholten Male. Einige Tage waren bereits ins Land gezogen. Die Suche nach Groudon trug keine Früchte, auch wenn sie bereits seit langem zu dritt stattfand. Flamme war glücklicherweise schnell genesen. Hieß, er beendete sein Schauspiel schon bei der Rückkehr seiner Teampartner am Tag der getrennten Suche beinahe vollständig, behauptend, dass sein Zustand scheinbar bloß Schlafmangel gewesen sei, welchen er über den Tag bereits beheben konnte. Er wusste selber natürlich, dass kein Wort davon die Wahrheit war, aber Soll und Absol schien es zu glauben und damit war es dann auch gut. Auch gut war, dass bisher entweder keiner seiner Begleiter bemerkt hatte, dass das Vulpix einen neuen Vorrat an Telitium errichtet hatte, oder dass es sie nicht interessierte. Einnehmen tat Flamme das Kraut immer noch, in denselben Rationen wie zuvor. Der Unterschied nur, dass er es nicht mehr im Umkreis seines Teams tat. So hatten sie alle die rund 2 Wochen in diesem Dorf gut überstanden. Soweit es bisher ging. Aber es fühlte sich an, als würde die Zeit ticken. Weiter und weiter. Irgendwann würde Groudon ins Dorf zurückkehren. Und dann sollten die Befürchtungen des Trios berechtigt sein, zumindest. Dann würden sie in großen Schwierigkeiten stecken. Nun, erst einmal war aber wieder Nacht eingebrochen. Bereits lange hatten sich alle 3 Mon zur Ruhe gelegt. Nur Flamme schlief unruhig. Ihm war, als würde sein Kopf durchschossen von einer Stimme. Wieder und wieder dasselbe sprechend. Doch unhörbar, was es war. Bis das Vulpix auf einmal die Augen aufschlug. Und sich fand. Nicht in einer Höhle, sondern in ewigem Blau, alleinig durchbrochen von einem See. Schon lange war er nicht mehr hier gewesen. Zum Glück. Und auch die Stimme sprach nun laut und klar. Flamme, komm zu mir. Inferno wollte mal wieder Besuch. Das hätte er sich überlegen sollen, bevor er gelogen hatte. Das Abbild wohnte in diesem See. Was könnte er eigentlich tun, wenn... Genau um dies zu testen und auch aus purem Trotz, wandte sich das Vulpix schlicht vom See ab und schritt in die andere Richtung, inmitten in das ewige Blau. Begleitet wurde er von einer Stimme. Flamme, komm zu mir. Geh nicht, wir müssen reden. Mussten sie das? Flamme war anderer Meinung und in dieser Lage war er der Einzige, der seinen Willen durchsetzen konnte. So schritt er einfach weiter und weiter weg. Die Stimme wurde leiser und leiser, bis das Vulpix erneut aufschreckte. Doch dieses Mal fand er sich nicht an einem See wieder, sondern in einer Höhle. Die Unterkunft im Dorf der Evoli. So einfach war es, seiner inneren Stimme zu entkommen. Ha! Und Inferno dachte mal, er hätte Macht über Flamme. Kurz dachte dieser nun darüber nach, ob er sich einfach wieder schlafen legen sollte. Doch eine innere Unruhe machte sich breit. Nein, nicht direkt. Er kannte dieses Gefühl. Wie ein ewiges Kribbeln, kleinste Nadeln auf der Haut, unangenehm und ekelhaft. Ein Gefühl, welches er mit Telitium vertreiben konnte. Also, still, um niemanden aufzuwecken, erhob sich das Vulpix, blickte sich um sicherzugehen, dass niemand sonst wach war.
Absol schlief immer noch fest. Wo war Sol? Sein Bett war leer. Mit seltsamem Gefühl verließ Flamme über den Hauptausgang ihre Unterkunft. Es war ihm schließlich nicht verboten, solange er Abstand hielt von Ivys Heim und solange er im Dorf blieb. Trotzdem erschrak er, als er direkt vor dem Sichtschutz beinahe in einen Blitzer rannte. Hey, Vorsicht, wo du hinläufst. Wir wollen dir doch keinen Unfall bauen. Nach einem kurzen Blick auf sein Gegenüber schien das Blitzer zu bemerken, wen es sich gegenüber fand. Gehörst du nicht zu den drei Gästen? Was machst du denn hier in der Nacht draußen? Du kennst eure Regeln, ja? Das tue ich. Aber hier darf ich mich laut denen aufhalten. Ich wollte nur frische Luft schnappen. Natürlich war das nicht ganz wahr. Aber Flamme wollte bestimmt nicht, dass seine Begleiter durch ein zufälliges Pokémon herausfinden konnten, weshalb er sich nachts davonschlich. Allerdings wirkte sein Gegenüber wenig überzeugt. Frische Luft? Brauchst du das wirklich? Ich werde euch doch sowieso die Höhle mit dem scheiß Loch auf der Bodenhöhe gegeben, wo es immer durchzieht. Oder hat sie das endlich mal stopfen lassen? Ein Bodenloch in ihrer Hütte. Also Flamme wusste nichts davon. Zweiteres. Durchzug haben wir da keinen. Ach so, ja, dann macht das Sinn. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie irgendwann mal jemanden das Loch stopfen lässt. Na dann. Das Elektro-Pokémon wandte sich ab. Den Weg scheinbar in Richtung Ivys Heim einschlagend. Kurz blickte Flamme ihm nach, als er tatsächlich den Hügel hochstieg. Anschließend ging er zurück in ihre Behausung. Alles andere konnte gerade warten. Ein gestopftes Loch in der Behausung. Und das, während Sol ohne Hinweise verschwunden war. Das war bestimmt nicht nur ein komischer Zufall. Immer noch leise schlich Flamme also durch die kleine Höhle. Weiterhin bedacht, Absol nicht aufzuwecken. Ein Loch also, welches wohl blockiert wurde. Aber wo? Mehr als Stein gab es hier nicht. Stein und Stroh. Stroh? Das zum Teil in einem großen Haufen an der Rückwand lag. Nachschub hatte es geheißen. Vorsichtig schob das Vulpix es zur Seite. Und ja, tatsächlich. Seine Vermutung war korrekt. Hinter dieser einzigen Vorbereitung, die Ivy in dieser Hütte getroffen hatte, war ein Loch, kaum größer als Flamme, wenn dieser sich duckte. Doch führend aus der Höhle und aus dem Dorf heraus. Ein Weg, das Dorf unbemerkt zu verlassen. Und eine, die sein Bruder wahrscheinlich genutzt hatte? Das musste er untersuchen. Vorsichtig kroch der Auserwählte also durch den Geheimgang. Das Stroh mühsam hinter sich zurück an den Ort zerrend, an dem es sein sollte. Und was jetzt? Flamme stand nun im Wald, gerade außerhalb der Dorfgrenze, aber ohne jede weitere Spur. Aber er war dazu ausgebildet, Spuren zu finden, und wenn sie noch so klein waren, wozu aber würde sein Bruder sich in tiefster Nacht aus dem Dorf schleichen? Das frisch zertretene Laub, welches schon am Morgen keine Spur mehr bieten würde, sollte den Weg weisen, welcher in gerader Linie weg vom Dorf führte, lediglich kurz Platz machend, wenn ein Hindernis den Weg blockierte. Sei es Strauch, Baum oder Busch. Bestimmt folgte das Vulpix so eine Viertelstunde dem Pfad, selbst die Grenzen des Evoli-Territoriums übertreten. Aber bald endlich sollte er fündig werden.
als er in der Ferne Licht durch die Bäume scheinen sah. Eine leise Stimme drang mit diesem: Soll. Unsicher, was er vorfinden würde, trat das Vulpix zunächst durch das Gebüsch schleichend, um unbemerkt erspähen zu können, was sein Bruder inmitten tiefster Nacht hier tat. Steine lagen auf dem Boden aus. Der Schutz des restlichen Waldes vor einem kleinen Feuer, welches im Zentrum einer winzigen Lichtung brannte. Über das Feuer gerichtet waren Stöcke, zwei an der Zahl, an deren Flammenenden Äpfel aufgespießt waren. An den Enden, welche auf dem Boden befestigt waren, saßen zwei Pokémon, dicht aneinander. Eines von ihnen die Quelle der Stimme, welches Flamme bereits von weiter entfernt gehört hatte. Er hätte es sich auch denken können. Oder irgendwo auch nicht ganz. Neben seinem Bruder, den Worten gespannt lauschend, saß ein Luxio. Inzwischen relativ bekannt. Funkenherz. Natürlich hatte sie wieder ihre Pfoten im Spiel. Bevor Flamme überhaupt weiter nachdenken konnte, schreckte sein Bruder auf und blickte sich um. Ist da jemand? Fragend blickte ihn Funkenherz an. Ich könnte schwören, ich hätte gerade Schritte gehört. Vielleicht bin ich aber auch nur übervorsichtig. Oder völlig leichtsinnig. Warum sich nun noch verstecken? Flamme hatte keinen Grund, seine Anwesenheit weiterhin geheim zu halten. Stattdessen trat er aus dem Gebüsch heraus, auf die kleine Lichtung. Sol strahlte beinahe eine Art Erleichterung aus. Aber auch Unwohlsein, als er seinen Bruder so erblickte. Was machst du hier, Flamme? Solltest du nicht schlafen? Die Frage kann ich auch gerne zurückgeben. Ich hab geschlafen, bis ich aufgewacht bin und feststellen musste, dass du nicht in der Höhle warst. Ich hab deinen Geheimgang gefunden und bin deinen Spuren gefolgt, um herauszufinden, was zur Hölle dich dazu bewegen könnte, unsere ganze Mission zu gefährden. Und was finde ich? Merkst du eigentlich, in welche Gefahr du uns alle bringst? Wenn ihr zwei wirklich so unglaublich dringend über irgendwas reden müsst, dann tut es verdammt nochmal im Dorf. Was hast du für einen Grund, dich so gegen die Regeln aufzulehnen? Willst du Ivy provozieren? Wenn wir uns einfach im Dorf treffen könnten, dann würden wir das, Flamme. Aber, naja, nachdem Ivy mich und Mama zu sich gerufen hat, als sie ihre Vereinbarung mit euch gemacht hat, da hat sie auch für uns Bedingungen gestellt. An erster Stelle hat sie mir streng verboten, noch irgendwie Kontakt mit den Mann eurer Gruppe zu halten. Aber diese Regel ist einfach unfair und unbegründet. Sie hat sich sogar selber geweigert, mir eine Erklärung zu liefern, weil sie keine hatte. Natürlich hat sie einen Grund. Sie vertraut uns nicht. Genau wie wir ihr. Oder ich dir. Ihr beiden überlebt auch, wenn ihr euch nicht sehen könnt. Anders als wir, wenn Ivy das hier herausfindet. Das wird sie aber nicht. Sie hat bisher noch keinen Verdacht geschöpft. Das hast nicht mal du bis heute und du schläfst in derselben Höhle wie ich. Bisher? Bis heute? Seit wann macht ihr diesen Irrsinn bitte? Ich sehe nicht, was dich das angeht. Natürlich geht mich das etwas an, wenn du leichtsinnig unsere einzige Chance auf Erfolg aufs Spiel setzt. Hast du vergessen, worum es geht? Wieder einmal führte das Gespräch zu nichts. Sol bemerkte dies. Beide hatten eine feste Meinung, einander widersprechend und komplett unwillig aufzugeben. Warum versuchst du überhaupt, mich umzustimmen? Was willst du denn machen, wenn ich nicht auf dich höre? Uns bei Ivy verpetzen, oder was? Was das Fukano jedoch nicht erwartete, war die schnelle, kalte Antwort.
Wenn du es darauf anlegst, warum nicht? Wenn ich das täte, dann hätte sie weniger Grund, mir und Absol zu misstrauen. Also denen, die tatsächlich die Regeln einhalten. Wenn du die Regeln einhalten würdest, dann wärst du mir nicht gefolgt. Immerhin hast du das Dorf selber verlassen, genauso wie ich. Die Ausnahme bestätigt die Regel, wenn sie einen guten Zweck hat. Also, nenne mir einen Grund, warum ich eure tollen Treffen hier geheim halten sollte. Wenn ich es nicht tue, dann kann Ivy den Rest von uns schwerlich für deine Fehler anklagen. Denkst du das wirklich? Glaubst du, ihr werdet für sie wirklich drei Individuen und nicht einfach eine Gruppe von Feinden? Wenn sie hiervon herausfindet, dann stehst du für sie genauso da wie soll. Ich bin bereit, meine Chancen zu testen. Kurz blickte das Luxio nur fassungslos auf Flamme, bevor sie auf ihn zutrat. Die Geduld sichtlich geschwunden. Was genau ist eigentlich dein Problem? Ich kenne dich inzwischen auch seit ein paar Wochen und ich habe bisher genau einmal was Positives von dir mitbekommen. Und in dem Moment warst du völlig high. Macht dir das irgendwie Spaß? Findest du es toll, andere in Schwierigkeiten zu bringen? So toll, dass dir dabei egal ist, was es für dich selber bedeutet? Warum hast du so ein Problem mit mir? Weil ich dir nicht vertraue. Du vertraust mir nicht? Abgesehen von Sol sind alle Mon eurer Gruppe mir immer noch Fremde. Fremde mit dem einzigen Ziel, meine Heimat zu zerstören. Und trotzdem habe ich euch übers Meer gebracht. Euch Unterschlupf gewährt. Ich habe Ivy offen widersprochen, sie dazu gebracht, euch eine Chance zu geben. Und das alles einfach so. Ich habe euch auf diesem Weg so viel geholfen, während du nebendran sitzt, nichts tust, außer zu kritisieren und zu beleidigen. Und da soll es gerecht sein, dass du mir nicht vertraust. Nicht andersrum. Keiner zwingt dich, uns zu vertrauen. Im Gegenteil. So sehr es uns auch hilft, es macht nicht einmal Sinn, dass du uns hilfst. Ich bin nun einmal nicht so gutgläubig. Und dementsprechend glaube ich auch deinen leeren Drohungen nicht, wegen denen ich niemanden von eurem Treffen erzählen sollte. Also gut, wenn du dich so sehr gegen Logik und offenes Gespräch wehrst, dann machen wir es anders. Du willst so dringend petzen? Dann steht es Wort gegen Wort.